Ratz und herzlich, Jasmin und Mike sind in jungen Jahren Eltern geworden. Satt ihr Geld zu sparen, geben sie es für einen neuen Fernseher aus, und der hat einen stolzen Preis. Wo sich in Rostock die Plattenbauten aneinanderreihen, begleitet das RTLZ-WII-Format, Harz und herzlich, die Bewohner in ihrem Alltag. Im Stadtteil Groß-Klein leben viele Menschen am Existenzminimum und beziehen Gelder vom Staat. In den Blöcken haben die Bewohner mit Geldsorgen, gesundheitlichen Problemen und dem EMTER-Stress zu kämpfen. Trotz finanzieller Sorgen gibt ein Paar sein Geld für Luxus aus, wie Mannheim24 berichtet. Harz und herzlich, in Rostock, TV-Lieblinge Jasmin und Mike wollen ihre Wohnung neu gestalten. Jasmin und Mike sind jung Eltern geworden. In ihrer frisch bezogenen Wohnung in der Plattenbausiedlung Groß-Klein würde sich das junge Paar gerne gemütlich einrichten. Allerdings lässt ihr Erspartes nur wenig Veränderungen in ihrem Zuhause zu. Eigentlich sind sie auf Geschenke von Freunden und Bekannten angewiesen. Selbst das Kinderbett für Baby Lennox wurde von Schwester Cindy an die junge Familie weitergegeben. Für die Eltern steht fest, dass sie nicht weiter auf Staatskosten leben wollen. Einer muss arbeiten gehen. Auch wenn ich nicht so lange arbeiten gehen kann, such ich dann halt wieder. Mir sind auch die Arbeitszeiten egal, solange wir Geld verdienen und nicht vom Amt abhängig sind, sagt Jasmin. Doch statt ihr Geld erst einmal zu sparen, gönnen sich die RTLZ-WII-Teilnehmer einen neuen Flatscreen-Fernseher. Harz und herzlich, Mike gibt 500 Euro für Flatscreen-TV aus, ist mein neuer Zocker-Fernseher. Ein Luxus, den sich nicht jeder in den Blöcken von Groß-Klein leisten kann. Während die siebenfache Mutter Michaela für jede Spende der Harz und herzlich Fans dankbar ist, scheint sich Mike kostspielige Elektrogeräte problemlos kaufen zu können. Dabei stellte der Rostocker vor kurzem einen Antrag auf Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Probleme. Die Neuanschaffung für den jungen Papa wird natürlich umgehend aufgebaut. Das ist mein neuer Zockerfernseher. Ist schon ein bisschen übertrieben, meint der 19-jährige Mike, als er den Flatscreen zum ersten Mal auf dem TV-Board stehen sieht. Ich glaube, 500 Euro hat der Schatz gekostet, gibt seine Frau Jasmin bei Harz und herzlich, Tag für Tag Rostock Groß-Klein, Preis. Harz und herzlich, aus Rostock Groß-Klein. Jasmin und Mike geben hunderte Euro für Gaming aus. Der neue Fernseher scheint nicht die einzige Investition von Neupapa Mike gewesen zu sein. Also eigentlich hatte ich mir gewünscht, dass mein Gaming-PC zuerst kommt, offenbart der Rostocker in den neuen Folgen, Harz und herzlich. Auch der Herr, der ihnen dabei half, den XXL-Fernseher das Treppenhaus hochzutragen, ging nicht leer aus. Wir haben dem Herren gerade Trinkgeld gegeben, 25 Euro, enthüllt Jasmin. Da das Paar derzeit abhängig vom Amt ist, ist die Anschaffung des Flatscreens eine nicht unerhebliche Ausgabe. Auch die Bewohner im Harz und herzlich Drehort Mannheim leisten sich hin und wieder gerne Luxusgegenstände.